Hallo, in diesem Video schauen wir uns die beiden Kapitel Beschaffung und Logistik an. Es geht wieder darum, dass wir einen Überblick gewinnen über die beiden Kapitel und sie jeweils einordnen in den Kontext der Gesamtvorlesung. Fangen wir erstmal an. Damit, wo denn die beiden Kapitel zusammengenommen einzuordnen sind. Wir haben hier das altbekannte Bild mit dem Gesamtüberblick über die Vorlesung, dieses sogenannte Vier-Ebenen-Modell. Und wie Sie sehen können, sind die Beschaffung und die Logistik relativ zentral im Leistungserstellungsprozess zu sehen und auch nah beieinander. Und das hat auch einen guten Grund, wir haben nämlich auch viel miteinander zu tun. Die Beschaffung, wie Sie sehen können, ist nur auf der linken Seite der Produktion angesiedelt. Da geht es wirklich nur darum, die Inputs zu beschaffen, die wir für die Produktion benötigen, während die Logistik, das sehen Sie hier auch deutlich, die Logistik ist auf beiden Seiten des Produktionsprozesses angesiedelt, denn die Logistik kümmert sich nicht nur darum, dass unsere Produktionsinputs zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, sondern auch, dass die fertigen Erzeugnisse, die wir herstellen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das nur zur groben Unterscheidung zwischen Beschaffung und Logistik, weil schon oft die Frage aufkommen kann, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden. Gehen wir jetzt rein zur Beschaffung. Hier ist nochmal isoliert der Beschaffungsbereich in dem Vier-Ebenen-Modell dargestellt. Also ganz klar, ziemlich zentral im betrieblichen Transformationsprozess einzuordnen. Und da kann man sich natürlich auch Gedanken machen über die Schnittstellen. Beschaffung hat verschiedene Schnittstellen. Einmal natürlich die Schnittstelle zur Produktion. Denn die Produktion erteilt ja die Beschaffungsaufträge. Im Produktionsprozess bestimmen wir ja, was wir an Inputs noch benötigen. Nächste Schnittstelle der Beschaffung ist zur Logistik, denn die Logistik informiert die Beschaffung über die Lagerbestände. Und nur wenn wir das wissen in der Beschaffung, wissen wir, ob wir neue Materialien kaufen müssen oder etwas einfach aus dem Lager nehmen können. Außerdem, ganz klar, Beschaffung ist eine wichtige Schnittstelle zu den Lieferanten, denn die Beschaffung sucht die Lieferanten aus und erteilt dann auch die letztendlichen Aufträge. So viel zu der Einordnung. Worum geht es insgesamt im Kapitel Beschaffung? Das hier ist die Gliederung aus dem Buch. Klar, die Grundlagenbegriffe müssen Sie können. Dann 15.2 liegt mir besonders am Herzen, denn es ist leicht, oder man tappt leicht in die Falle zu denken, dass Beschaffung hauptsächlich was Operatives ist. Klar, sind operative Aspekte auch wichtig, aber es gibt auch strategische Aspekte, nämlich wie man strategisch langfristig gesehen Lieferanten auswählt und mit ihnen umgeht. Dann operative Aspekte der Beschaffung werden wir dieses Semester auslassen, nicht weil es unwichtig ist, sondern einfach weil es für Sie als Zielgruppe, Sie werden eher nicht im Einkauf arbeiten, sondern eher als Schnittstellenmanager arbeiten. Und dann sind die operativen Aspekte der Beschaffung nicht so wichtig für Sie. Dann Lieferantenpolitik, ein wichtiges Unterkapitel. Und elektronische Beschaffung, da geht es einfach nur darum zu informieren, was gibt es denn inzwischen an Möglichkeiten, da rein elektronisch vorzugehen. Was ist Logistik? Jetzt geht es über zum Kapitel Logistik. Im Buch steht eine relativ lange Definition, wo man sich schnell verlieren kann. Deswegen habe ich es hier nochmal aufgedröselt, damit es hoffentlich klarer wird. Der Gegenstand der Logistik ist es, für alle Bereiche und alle Kunden von Betrieben durch die Änderung der räumlichen, der zeitlichen und der strukturellen Eigenschaften von Gütern die Versorgung mit und die Entsorgung von Gütern entsprechend der jeweiligen Bedarfe sicherzustellen. So, und ich denke, wenn man das so aufdröselt, wird das ein bisschen klarer, was damit gemeint ist, nämlich bei der Logistik, was wird da gemacht? Die Eigenschaften von Gütern werden verändert, nämlich in Bezug auf Raum, Zeit und Struktur. Und warum wird das gemacht? Naja, damit die Versorgung mit Gütern sichergestellt ist. Von wem? Nämlich allen Bereichen, allen Kunden von Betrieben, also allen Stakeholdern, die mit dem Güterprozess zu tun haben. Also nochmal vereinfacht gesagt, wir verändern die Güter, die Eigenschaften von Gütern, so dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das ist im Endeffekt Logistik. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist denn die Änderung von räumlichen Eigenschaften, von zeitlichen Eigenschaften und strukturellen Eigenschaften? Naja, räumliche Eigenschaften, wenn wir die verändern,
wenn wir sie von A nach B bringen, zum Beispiel. Also wenn sie jetzt ein Event planen oder durchführen und dann eben einen Laster voll mit Equipment haben und den von A nach B kriegen, ist das die räumliche Eigenschaften der Güter verändern. Zeitliche Eigenschaften bezieht sich hauptsächlich auf Lagerhaltung, nämlich wenn wir bestimmte Materialien nicht direkt vor Einsatz kaufen, sondern irgendwo zwischenlagern, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das machen, wie lange wir das machen und so weiter. Und strukturelle Eigenschaften ist dann zum Beispiel Abpacken in verschiedenen Losgrößen. Wir haben ja vielleicht ein Lager mit bestimmten Materialien, ein Riesenlager und brauchen nicht immer alles. Und dann ist die Frage, wie packen wir das ab, wie, und so weiter und so fort. Und das sind eben die strukturellen Eigenschaften von Gütern. Genau. Wie ordnen wir die Logistik ein? Hier haben Sie das altbekannte Bild. Wir sind hier immer noch mittendrin im Kerngeschäft des Betriebes, also mitten im Transformationsprozess. Und Logistik ist ganz nah bei der Beschaffung, weil sie auch miteinander zu tun haben. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, wo denn die Schnittstellen der Logistik sind. Erstens natürlich, Logistik und Produktion ist eine wichtige Schnittstelle, denn die Logistik versorgt die Produktion mit Rohhilfs- und Betriebsstoffen, indem sie diese zwischenlagert und zu den verschiedenen Produktionsbereichen transportiert. Ne? Nächste Schnittstelle ist zwischen Logistik und den Lieferanten, denn in Absprache mit den Lieferanten stellt die Logistik die Transporte der Rohhilfs- und Betriebsstoffe und der Waren zum Unternehmen sicher. Wir kaufen ja nicht nur Rohhilfs- und Betriebsstoffe, sondern manchmal auch Waren ein. Nächste Schnittstelle ist zwischen Logistik und den Kunden. Klar, denn die Logistik versorgt die Kunden mit fertigen Erzeugnissen und Waren, indem sie diese zwischenlagert und zu den Kunden transportiert. Also wir sorgen dafür, dass die Kunden zur richtigen Zeit mit unseren Erzeugnissen versorgt werden. Und ich habe es vorhin auch schon gesagt, aber der Vollständigkeit halber wiederhole ich es. Die Beschaffung und die Logistik sind auch verbunden über die Schnittstelle, nämlich dass die Logistik über die Lagerbestände an Materialien informiert. Denn sonst weiß die Beschaffung ja nicht, wann und wie viel wir einkaufen müssen. So viel zu den Schnittstellen der Logistik. Nochmal hier kurz einen Kapitelüberblick. Ah, da habe ich die Animation vergessen. Ja, ist ja auch egal. In diesem weil dieses Kapitel meiner Meinung nach so wichtig für Sie ist, gehen wir es einfach komplett durch und ist auch komplett relevant. Klar, Grundlagen der Logistik, Grundlagenbegriffe, dann Logistikfunktionen, womit beschäftigt sich die Logistik. Ihnen ist jetzt hoffentlich klar geworden, dass Logistik etwas ist, was viele Schnittstellen hat im Betrieb und deswegen relativ wichtig. Und daher macht es auch Sinn, Logistik als System zu denken. Und in diesem Kapitel 16.3 geht es eben darum, wie man Logistiksysteme gestalten, designen kann. Und schließlich gibt es noch 16.4 Steuerung der Logistik. Ist auch klar, warum wir das brauchen, denn wenn wir so ein Logistiksystem haben oder überhaupt uns Gedanken über Logistik machen, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie wir die Logistik steuern, woher wissen wir, ob es gut läuft oder nicht gut läuft. Das war mein kurzer Überblick über die beiden Kapitel Beschaffung und Logistik. Alle Abbildungen und Zitate, die ich gezeigt habe, sind aus dem Buch Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Auflage 7 von Faas und Schäfer-Kunz.